Das, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel hier, die 3030. Von Multiplex, ja. So rum, ja. So. Die konnte damals, die konnte man umschalten zwischen PPM oder FM üblich und, ja, und PCM. Genau, das steht hier auch drauf. FM, PPM, PCM. Ja, die konnte auch, auch PCM, nur die konnte halt dann jetzt weniger Kanäle. Ja, und das ist so. So, genau. Oder da jetzt die MC24. Also die Graupner haben wir auch noch. Genau, hier. Die hatten ja zum Beispiel also auch verschiedene PPM-Varianten. Ja. Ja, brauchen wir jetzt. Die haben zum Beispiel ein PPM 18, bei Graupner, die zählen immer die Kanäle doppelt, weil da ist der linke Ausschlag und der rechte Ausschlag jeweils einen Kanal. Die hatten PPM 18, bei den anderen hieß es dann äquivalent dazu PPM 9 oder PPM 24, bei den anderen PPM 12. Und dann gibt es noch das alte PCM 20, das waren also 10 Kanäle mit 500 Schritt Auflösung und dann gab es das SPCM mit 1024 Schritte Auflösung. Also die haben sich nur noch durch die Auflösung quasi... Ja, und halt noch ein bisschen, ja, dann gerade in dem PCM gab es halt den Vorteil, auch in der Prüfsumme, dann kann ich nochmal irgendwo hinten noch ein paar Informationen rein verstecken. Da konnte ich zum Beispiel auch das Failsafe-Position vom Sender in den Empfänger übertragen. Und bei den anderen, bei PPM oder bei den anderen, da musste ich dann sagen, okay, ich stelle die Server so ein, wie ich will, und dann muss ich am Empfänger den Programmierstöpsel irgendwas auch immer aktivieren. Das ist bei PCM dann einfacher, weil dann konnte ich die Information, speichere mir die Position, also die Failsafe-Position, konnte ich dann auch noch so in einer extra Checksumme noch mit verstecken, sage ich mal. Oder Futabaum hat so gemacht, die machen dann pauschal, einmal pro Minute wird eine Failsafe-Information gesendet. Immer. Zum Check. Ja, ne, dass ich halt die Informationen, dass der Empfänger das halt mitbekommt. So.